So, und wieder mal möchten wir euch was Neues zeigen. Wir versuchen immer mehr auf Fahrerwünsche einzugehen. Wir haben durch unseren neuen Bigfoot immer mehr die Anforderung, dass man ganz gerne mit einem zweiten Knickarm arbeiten möchte. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass der Fahrer bei Löffelkipp immer mit dem rechten Hand rechts und links das Werkzeug öffnen möchte. In dem Moment, wo ich normal mit einem Knickarm arbeite, arbeite ich ganz normal ohne Schaltung, rechts und links und mache dann mit Löffel auf und zu. Bauen wir einen zweiten Knickarm ein, haben wir jetzt eine zusätzliche Schaltung eingebaut, sodass ich einfach per Knopfdruck in der Kabine der Maschine sagen kann, jetzt geht wieder über rechts und links mein Umlenkgestänge 2. Wir haben diese Anwendung.